Kennt ihr vielleicht den Song Straight Outta Bückeburg von den Ärzten? Genau da kommen wir her, dem schönen niedersächsischen Bückeburg, das Harlem von Hannover. Und wir sind auf jeden Fall Ladies Room, eine junge und aufstrebende Band. Wir sind hier bei Start Next, um unser neues Album zu finanzieren. Unser erstes Album, unser Debütalbum, kann man sagen, sage ich hiermit auch. Und was erwartet euch, wenn ihr Geld für uns hinterlegt? Naja, euch erwartet erstmal viel, viel geile Musik. Wir nutzen hier Hits und Mädels. Und Frieden. Ihr müsst euch merken, Debütalbum, Ladies Room, Geld. Richtig geil und... wir machen einfach so, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Wir spielen die Songs, die wir im Proberaum, die uns einfach so einfallen. Und dazu schreiben wir die Lieder oder wir schreiben ein Lied, einen Text und dazu machen wir die Musik. Wir schreiben Songs zu Liedern. Wir schreiben Songs zu Liedern. Ja, wir schreiben erstmal Songs und dann machen wir die zu Liedern. Oh, wir schreiben Songs. Damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt, Ladies Room, das sind Fabian an den Drums, Nadine an der Rhythmusgitarre, Fabian der Zweite am Bass und der schöne Fred an der Leadgitarre. Und natürlich nicht zuletzt der charismatische Arne am Gesang. Wenn ihr diese kurze, improvisierte, völlig aus der Luft geschüttelte Vorstellung gemacht habt, oder sie auch scheiße fand, hier, wir nehmen auch Geld für Leute, die uns scheiße finden, dann, hey, macht bei Start Next mit, nehmt eins von unseren großartigen Paketen in Anspruch, kommt zu unseren Konzerten und hey, vielleicht warten wir bald zusammen in einem Ladies Room Handtuch. Denk dran, Geiz ist nicht geil. In diesem Sinne, beenden wir dieses Video an dieser Stelle. Also, wir sind Ladies Room, wäre geil, wenn ihr uns unterstützt und wir sehen uns. 5-Sky. Wir würden es begrüßen, wenn ihr dabei wärt. Das ist noch ein Stück. Ein Mord. Jetzt muss einer schreien, Schuld. So eine Band sind wir nicht. Nee, so eine Band sind wir dann nicht. Nein, das war Französisch. Ich kann das so schicken. Welcher Akzent ist das denn? Accent synchron? Ja! So viel kann man gar nicht trinken, um heute zu ertragen. Ja.